Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Black Guards. Und ja, da ja die Episode 3 jetzt ausgelaufen ist von Walking Dead, gibt es natürlich mehr Folgen von Black Guards. Und wir werden natürlich weiter. So, wir haben keine APs mehr, wir sind voll. Ich glaube, mit denen haben wir schon geredet. Ja. Wir sehen uns in der Arena. Raya mit euch, Gladiatoren. Raya mit euch. Bereit? Erzählt uns mehr über... Ja, da es eine Zeit lang her ist, dass ich gespielt habe, na gut. Wir werden es schon hinkriegen. Das war alles. Wir sind bereit. Gut. Elgor und Livia Sabo werden als erstes kämpfen. Welche zwei von euch sollen gegen sie antreten? Der Zwerg? Na, warum nicht? Wer noch? Du? Meinetwegen. In die Arena mit euch beiden. Hoffen wir, dass es jetzt kein Fehler war. Ich möchte warten. Der hat sogar einen Kurzbogen. Nee, hab ich nicht. Ach was. Nur wohl den. Fernkämpfer in Nahkampf verwickeln. Warum kann ich nicht attackieren? Warum kann ich nicht attackieren? Das frage ich mich gerade. Gut, da gehen nur normale Attacken. Was wollt ihr? Das haben wir gleich. So. Guter Kampf. Aber auf euch anderen beiden Witzfiguren warten Nesro und Isabella. Ich muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, wer diesen Kampf gewinnt. Bereit? Erzählt uns mehr über... Nesro und Jezabella. Nesro, Kampfzauberer aus Betana, hat die Zauberprüfung nicht bestanden. Aber das heißt nicht, dass er unfähig ist.
Nur im Nahkampf taugt er gar nichts. Jezabella ist eins meiner vielversprechendsten Talente. Ausgebildet an der Kriegerschule von Mengbilla. Es heißt, sie hat ihren Mann erschlagen. Jetzt ist sie hier und erschlägt weitere Männer. Kämpft mit Schild und Hiebwaffe. Und das nicht zu schlecht. Das war alles. Na gut. Wir sind bereit. Viel Glück. Ich habe gehofft, dass ich mit dem Zwerg beide Kämpfe machen kann. Aber gut. Ja. Autsch. Mist. Also so wird's natürlich nichts. Der ist vergiftet. So ein Scheiß. Das gefühlt immer stärker. Na toll. Dieser blöde Zauberer hält aber immer noch was aus. Scheiße, wow. Ja, der Kampf ist verloren. Okay, ich glaube, diesen Kampf verliere ich, aber ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ja.
wie niederträchtig. Kann er sich heilen jetzt? Zu dumm. Das ist natürlich jetzt wirklich ganz, ganz böse. Ich kann machen, was ich will. Sie kann gar nichts machen. Also. Die kann absolut nichts machen. Die wird gleich niedergeschlagen und. Das wird nichts mehr blitzfindig. Ausgezeichnet. Gift? Ich muss den Magier irgendwie beschäftigen. Gift? Oh, wie niederträchtig. Der wird einmal getroffen und liegt schon. Das ist, ja. Das wird eh nichts, das kann ich vergessen. Ich muss den ersten Kampf auch nochmal wiederholen. Das geht nicht anders. Tut mir ja leid, aber ihr seht ja, das geht überhaupt nicht anders. Gucken wir nochmal in Inventar. Was da? Jagdbolzen. Noch hier natürlich die Pfeile. Die kriegt die Bolzen. Bereit? Wir sind bereit. Gut. Elgor und Lieb.
Der Weichling? Wie ihr wollt. Wer noch? Du? Meinetwegen. In die Arena mit euch beiden. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Oh, schon vergessen, Waffenslot zu ändern. Na toll. Na gut. So muss es sein. Das ist, warum ist er drüber gelaufen? Also manchmal muss ich nicht verstehen, was der Computer mit mir macht, oder? Gladiator wurde ausgeschaltet. Sucht euch was. Ja. Guter Kampf. Ich muss kein... Wir sind... Naja, schauen wir mal, was das jetzt wird hier. Oh, sie ist dran. Auch einen falschen Waffenslot drauf. Oh, ich hasse es. Lass mir doch mal meinen Zwerg gehen, du blödes Arschloch. Na komm, lass mich jetzt anklicken.
Oh oh. Warum ist das nicht wie beim normalen DSA, dass der kämpfen muss, um näher an mich ranzukommen? Sag mal, wie viel haben die denn dabei? Warum darf der jetzt angreifen, wenn... Scheiß magischer Bandkreis, den er da hat. Was war denn das jetzt? Das habe ich verloren. Also dann Naurim. Tot ist, habe ich verloren. Also ich muss erstmal was anderes probieren. Dann Naurim. Jetzt mal warten. Du tust jetzt erstmal deinen Waffenslot wechseln. Ja. Wird doch gleich zu ihm hinlaufen. Ich hält Niam das jetzt durch. Das gibt's nicht. Also, wenn hier so sofort eine Drift von Gegnern. Naurim. Stellst jetzt als Tank da in die Front. Anders geht's nicht.
Der pariert und pariert und pariert und pariert. Und ich habe keine Chance. Na gut, dann würde ich sagen, wir holen den Kampf jetzt in der nächsten Folge und wir sehen uns dann. Macht's gut, tschüss.